Kerzen brannten am Adventskranz. Es war ganz still. So still, dass man hörte, wie sie zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte: Ich heiße Frieden, mein Licht leuchtet. Aber die Menschen halten keinen Frieden, sie wollen mich nicht. Ihre Flamme wurde immer kleiner und schließlich erlosch sie ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte: Ich heiße Glaube, aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen nichts mehr von Gott wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze war aus. Leise und traurig meldete sich nun auch die dritte Kerze zu Wort und sagte: Ich heiße Liebe, aber ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die, die sie lieb haben sollen. Und mit einem letzten Aufflackern wurde auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind in das Zimmer, sah die Kerzen und sagte: Aber ihr sollt euch brennen und nicht aus sein. Und fast fing es an zu weinen. Nun meldete sich auch noch die vierte Kerze. Sie sagte: Hab keine Angst, solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem Streichholz nahm das Kind das Licht von der vierten Kerze und zündete damit die anderen Kerzen wieder an, dass diese wieder brennen sollten. Auf der Raiffeisenbank Wattens beim Benefizstand zum anlässlich des heurigen Weihnachtsfestes. Der Benefizstand von uns zielt darauf ab, unsere Kunden da von der Bank zu begrüßen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Geschenke zu vergeben, aber auch freiwillige Spenden zu sammeln für die bedürftigen Familien in der Region. Und auch heuer ist wieder so, dass wir diesen Betrag, den wir da einsammeln, auffetten und dann in Form von Gutscheinen der Wattner Kaufmannschaft an die Vertreter der drei Gemeinden unseres Einzugsgebietes Wattens, Wattenberg und Fritzens eine gewisse Summe zu übergeben. Und die Gemeinden haben dann die Möglichkeit, das an die bedürftigen Familien in der Region weiterzugeben. Und ich darf jetzt stellvertretend da den Scheck in der Höhe von 3.000 Euro, darf jetzt stellvertretend an den Herrn Vizebürgermeister der Gemeinde Wattens übergeben, der das dann gemeinsam mit seinen zwei Kollegen, dem Herrn Josef Gahr aus der Gemeinde Fritzens und dem Herrn Franz Schmadl von der Gemeinde Wattenberg, in Empfang nimmt. Und sie haben also jetzt da die Aufgabe bzw. die Möglichkeit, das an bedürftige Familien in der Region weiterzuleiten. Ja. Danke, Christian. Ja, im Namen der Marktgemeinde Wattens übernehme ich den Scheck natürlich sehr, sehr gerne. Ja, es weihnachtet sehr. Allerdings ist heuer nicht das Wetter der Protagonist, dass es weihnachtet, sondern die vielen sehr besinnlichen und mit viel Hintergrund ausgestatteten Benefizveranstaltungen, so wie da heute vor der Raiffeisenbank Wattens, die was wieder das altbewährte Benefizstandl aufgestellt haben und mit selbstgebackenen und selbstgekochten für bedürftige Familie aus der Region sammeln. Und ich kann auch sagen, ich bin stolz darauf, dass die Raiffeisenbank Wattens ihre Firmenphilosophie miteinander, füreinander in der Region auch da wieder in die Praxis umsetzt. Und ich glaube, wir können sagen, es bleibt wirklich in der Region
wenn man da redet von der Region mit Wattenberg, Wattens und Fritzens, glaube ich, das ist eine ganz tolle Sache, was da passiert. Und da darf ich mich bei dir, Stellvertreterin Christian, recht herzlich bedanken. Ja, auch ich darf im Namen der Gemeinde Fritzens Danke sagen. Danke den Verantwortlichen der Raiffeisenbank Wattens, speziell den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit dieser Aktion auch ihren Beitrag dazu eingebracht haben. Ich werde in meiner Gemeinde Fritzens natürlich über den Sozialsprengel und über den Sozialausschuss versuchen, die pflegebedürftigen Menschen damit zu bedienen, ihnen eine kleine Aufmerksamkeit, eine kleine Hilfe auf Weihnachten bringen und somit auch damit dokumentieren, dass sie nicht alleine dastehen. In dem Sinn, allen ein schönes Weihnachtsfest, viel Gesundheit, viel Glück und Zufriedenheit im kommenden Jahr und sage herzliches Vergelt's Gott. Ja, ich sage im Namen der Gemeinde Wattenberg ein herzliches Danke an die Raiffeisenbank Wattens für diese tolle Benefizaktion und für den Einsatz beim Keksbachen, der nachher da verkauft werden und wieder dieser Aktion zugutekommen. Ich finde, es ist eine gute Idee, wenn man heute eine Benefizaktion macht in Form von diesen Gutscheinen. Und ich werde im Sozial- und Kulturausschuss mich beraten und wir werden sicher Leute finden, für denen, die Gutscheine notwendig brauchen. Und bei der Gelegenheit wünsche ich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern unserer Gemeinde und allen Mitarbeitern und Verantwortlichen der Raiffeisenkasse Wattens besinnliche und ruhige Weihnachten und viel Glück, Freude und Erfolg im Jahr 2015. Natürlich möchte ich die Gelegenheit nicht auslassen, mich nicht nur bei der Raiffeisenbank Wattens zu bedanken, sondern bei allen Institutionen, die jetzt so fleißig im Benefizgedanken in unserer Marktgemeinde unterwegs gewesen sind. Das erarbeitete bzw. hereingespielte Geld der Raiffeisenkasse Wattens, diese 1.000 Euro, wenn wir also auch über unser Sozialamt organisieren, das heißt darauf schauen, dass es an den richtigen Ort, sprich in unserer Region bleibt und bei der Gelegenheit allen Wattnerinnen und Wattnern ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein ereignisreiches Jahr 2014 neigt sich allmählich dem Ende zu. Und deswegen ist es auch mir ein Anliegen, den Zusehern und Freunden von Wattens TV ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Und was ich jetzt noch anfügen möchte, vor allem meinem Chef, dem Philipp, der eigentlich immer ein offenes Ohr für ihn hat und eigentlich immer hinter ihm steht. Und danke Philipp nochmal für die gute Zusammenarbeit und ich freue mich schon auf das Jahr 2015. Pfiat euch! Grüß euch miteinander. Ich bin's, der Marco von Wattens TV. Ich bin da zuständig für Technik und Regie. Ich bin Harry, bin zuständig für Film und Schnitt. Wir gemeinsam wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke. Der Adventskalender, das zweite Jahr. Die Idee dahinter ist wunderbar. Die Leute, die wollen es alle sehen. Im nächsten Jahr wird es das auch wieder geben. Im neuen Jahr, dann weiten wir es aus. Und machen sogar was Bestes draus. Wir bauen es aus. Also bleibt's dran im Wattner TV-Programm. In diesem Sinne wünsche ich allen Geschäftspartnern, Zuschauern und Freunden von Wattens TV ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.